Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind gerade im Zwischenbildschirm und gleich kommt die Zwischensequenz und darum sind wir auch schon ruhig. Außer wir müssen den Ladebildschirm. Fick dich, Ladebildschirm. Also wir beleidigen dich gleich wie Gronkh die Schildkröten. Ich sag's dir, Junge, hast du nichts zu lachen. Warte, was? Ja, hast du mal The Forest gesehen? Nein, aber Schildkröten sind cool. Das stimmt allerdings. Das hier nicht. Und vor allem, warum sehe ich mich doppelt? Oh mein Gott, bin das ich? Und wie laufe ich? Nein! Alex, töte mich! Oder wir tanzen ein prächtiges Duett. Ich will sterben. Ich will mich aus dem Fenster stürzen, das gleich. Nein! Ich will da raus, ich will nicht mehr. Nein, macht's doch nicht noch schlimmer. Friendly Friar. Morning, dear. I made your favorite breakfast. Ist das Sonny? Nein, aber ich weiß nicht. Ja. Oh, Mr. King from across the street is going out of town for a few weeks. Ja, prächtig. Ja, so muss man essen. Man muss erstmal ausholen, um genug Energie zu haben, um alle 15 Schichten auf Pancakes. Der mal an. Kann ich nicht, aber ja, wie der hier aus, wie er so zielt. Guck, so grenzdebil. Muss erstmal genug ausholen, dass man da alle 15 Schichten Pancakes auf einmal durchdringen kann. Er wieder kaut. Schön, was ist los mit dir? Du stehst schon auf. Ey, Junge, junger Mann, setz dich wieder hin. Die Pfannkuchen, genau, lassen wir die 9 Schichten Pfannkuchen einfach mal übrig. Nur damit die Afrikaner nichts abbekommen, ne? Ja, Hauptsache wegwerfen. Wozu schicken wir Hilfslieferungen? Das ist America, kommen Bitch. Die überhaupt jemals an? Nee. Naja, man weiß ja nie. Also, stimmt ja, die stürzen ja unterwegs jedes Mal ab. Ich hoffe, zu folgen. Mein sehr massiver Schacken. Darf ich den erst runterhauen? Wisst ihr, was runter? Hab ich das richtig verstanden? Runterhauen, ja. Schon besser! Komm schon, streck deine scheiß unmuskulösen Ärmchen aus, du. Oh, komm schon! Los! Oh. Wow. Das ist genug Sport für heute. Wer applaudiert da? Sitzen die alle im Kofferraum und applaudieren da die Scheiße aus sich raus oder was? Okay, das ist selbst für amerikanisches Machtverständnis ein bisschen sehr viel. Ich sollte fahren. Nein, solltest du nicht. Lass es, Erik. Glaub mir, ich werde diesmal keinen Unfall bauen. Oh. Der Ganslinger. Okay, dann fahren wir mal. Gleich ein Passanten. Yes, das fängt gut an. Wow. Fahr einmal ordentlich. Du weißt es. Und jetzt. Warte mal. Ey, warte mal. Ich kann nicht falsch fahren. Hier, ich kann nicht so eine harte Kurve drehen. Der dreht automatisch auf die richtige Spur. Lass die Finger von der Tastatur. Ich will nicht, aber mit Gas geben muss ich trotzdem. Komm schon. Nur ein paar Tote. Ja, danke. Ich lasse ihn wieder. Das habe ich jetzt gebraucht. Das hab ich jetzt echt gebraucht. Also ich steig nie wieder mit dir in ein Auto. Solltest du. Ich glaube, ich halte einfach W gedrückt und schau mal, wo er wohin will. Komm schon, nur ein bisschen Schaden, nur ein kleines bisschen Tod. Nur ein kleines bisschen Elend verlange ich denn so viel. Komm schon. Nein, du sollst töten. Ich will Blut sehen und Eingeweide und Titten. Ich bin auch nur ein Mann. Ah, dem habe ich die Kniescheibe angestupst. Alex, warum lebe ich noch? Ich habe dich vor einer Stunde gebeten, mich zu töten. Etwas weil wir jetzt Kaffee trinken und lecker essen müssen. Au. Oh Gott, das war vielleicht eine Minute, aber es hat sich angefühlt wie eine Stunde. Ich will sterben. Ein Medipack. Medipack? Ernsthaft? Okay, ja. Oh Gott. Yeah. Ich wiederhole meinen Todeswunsch noch einmal. Wenigstens der Ladebildschirm bleibt mir erspart. Sieht gut aus. Was sitzt die da so auf der Bank? Ja, ja. Nein, Putin ist auf dem Jagdausflug. Putin ist nicht da, tut mir leid. Was, Putin? Alter, in so einer Stadt will ich nicht leben, wo ich nicht Putin sagen darf. Alter, seid ihr rassistisch? Ich meine, okay, der Präsident von Amerika ist schwarz, aber muss das jetzt so ausarten? Alter, das sind wohl die Zombies. Ja, jedenfalls ist ihre Kuh ungefähr dasselbe. Also Angela Merkel habe ich jetzt noch nicht gesehen. Es kommt noch, Alex, denke ich. Oh, weißt du, ich will es eigentlich nicht hoffen, aber... Die ist wahrscheinlich noch bei einer extra Portion Fritten. Ich meine, diese Bundeskanzlerin-Figur kommt nicht von nichts. Und du hast bereits... Warum bumsen die unser Auto? Fahr, Erik, fahr. Ich würde ja, aber... Das bewegt dich! Oh yeah, endlich kann ich Spaß haben. Yes! Kinsey, schnell! Ich brauche Nutten!
Listen to me. No time to explain, but you have to break Fantastic! Free. Und? Ah, Eric, bitte. Okay, okay. Ich hätte mehr treffen sollen, ich weiß. Ja, jetzt geht's. Wohin soll ich denn? Ah ja, okay. Ich hatte Vorfahrt. Ich hab Vorfahrt. Fuck, ihr seid nicht schnell genug, dass der mir wirklich Schaden machen könnte. Das frustriert mich gar außerordentlich. Hui. Ja, ich ängstige die Scheiße aus euch raus. Und eure Eingeweide, die... Naja, die ängste ich nicht aus euch raus, aber... Tut trotzdem weh. Ah, ja. Okay. Ich glaube, ich wurde gerade überfahren. Danke, schön. In der Leitplanke... Hallo Oma, ist das Angela Merkel in der Zukunft? Du suchst jetzt nur noch Angela Merkel, oder? Das ist mir. Einfach ich sein, okay. Ja. Die Eier zerschmettern und dann fliegen ist einfach nur ich. Stifte ein bisschen Chaos, aber immer doch. Ah. Da war eine Erinnerung wach. Wir hatten viel Spaß im Set. Au! Das war jetzt ganz nett von dir, Alex. Wirklich, ist ernst gemeint. Juhu, komm her. Du triffst mich nie, aber du triffst mich doch. Aber ich treffe dich besser. Ich schieße auf den. Hey, Gesundheit. Er war wirklich, wirklich Medipack. Und du, das hat die mich Achso, ich dachte gerade für einen Moment, die hätte mich ausgenockt. Was hätte mich dann doch arg überrascht. Vor allem wie die Kampffähigkeit dieses Typen. Du bist Polizei! Bist erbärmlich! Du bist eine Schande, Junge! Du bist Polizei. Mach ich doch immer! Scheiße, Dreck. So. Und du. Ja, du musst jetzt nicht richtig einpacken, deine Kameraden sind gerade im Sterben. Oh, wie alle so schön parallel gestorben sind, das ist wirklich prächtig. Ich mach die Knarre, die wir haben. Tod sollte parallel sein. Das ist wichtig, das ist... Okay. Ich habe aufgehört, Fragen zu stellen. Das ist fucking geil. Ich höre einfach auf, Fragen zu stellen. Das ist wirklich super! Oh. Oh ja, das hat mir gefehlt. Warte mal, hier war doch eine Tankstelle, oder? Denke, was ein Spannendes. Oh. Ja, denke, was ein Spannendes. Oh. Alter. Was? Ja, ich hab nur verfehlt. Oh ja, das tut gut. Das tut gut. Den Zaun habe ich ja richtig zerlegt. Da ist du, Genki. Ich bin halt undankbar. Was haben wir sonst noch? Ah, ein Polizeiauto. Ja, und Bäume. Bäume hasse ich ja besonders. Weil Bäume sind ja Ausgebot des Bösen. Ja. Satan persönlich. Juhu. Oh, what the... Also ich denke, den Best nennt man entweder Robocop oder Supercop. Oder wir nennen ihn Tod. Sheriff. Das ist ein scheiß Name. Ziemlich. Wo... Ich katzele auf 2 Meter Entfernung mit einem Raketenwerfer. Es gibt nur einen, der das kann. Ist ja schnell. Ja, aber er ist auch ziemlich brennbar, würde ich sagen. Obwohl, nein, ich nehme alles zurück. Muss ein Asbest-Sheriff sein, Alter. Ist ja grad, ich glaube, der ist nicht kohlenstoffbasiert. Ich glaube, der basiert auf Stickstoff. Ja. Fuck, er nimmt Genki als Schutzschild. Er weiß, dass ich Genki nie töten könnte. Obwohl ich das 2 Sekunden vorher versucht habe. Oh, und jetzt ist er einfach nur spontan vaporisiert. Ende des Spiels. Danke, dass Sie Saints Row 4 gekauft haben. Aber dafür Ladebildschirm. Was frisst der da? Instant-Rahmen? Ja, ich glaube, das tut Sinn hier gerade. Der Kelch war leer, Alter. Mach ja nicht einen auf Bösewicht, trink wenigstens was, du Lusche. Da hat jemand Sinn für Dramatik und schlechte Animation. Das frage ich mich in die Fans auch immer. I am the architect of your reality. I build what I want. I destroy what I want. Your bravado means... ich würde sagen, also unsere Gebäude waren deutlich schöner.
Ich mochte das Planet Saints. Da gab es immer so gute Kleidung. Es war so schön pink. Tentakel. Ja. Ja, einfach ja, Alex. Also warum hat er immer so ein Pedo drin? Das macht er sympathisch. Genau wie die nicht schwarzen nicht Strahlen, mehr die aus seinen Genitalien austreten, wie es ausschaut. Ziemlich creepy. Finde ich nicht. Ich träume jede Nacht dazu. Wenn ich aufwache, muss ich solche Laken wechseln. Das ist schon schlimm. Ich fick mit der 80er Kleidung in die 2015er Welt. Nein! Ich will eine Quittung! Keine Ahnung, was das sollte. Das ist einfach langweilig. My friends, each of you are guilty of crimes against the Sin Empire. Ich mag die Viecher, die sehen cool aus. Bis eins. Today, you get to be a part of a new work release program. Yay! Kann man das Spiel irgendwie abändern? Ich würde doch lieber Putin spielen, glaube ich. Ja, man weiß nie, das ist schon scheiße. Obwohl, nein, ich will nicht Putin spielen, ich will einer von denen sein. Was sie dürfen, klingt voll geil. Das ist, die sind auch irgendwie voll geil. Was soll das sein? Jutsu? Also ich glaube, daraus könnte man eine vorige Hentai machen. Ich glaube, also entweder hat er zu viel Naruto geguckt oder er macht gerade dieses zwei Finger von unten ins Arschloch. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist wieder ein typischer perverser Alex-Witz, nein, das ist wirklich ein Kinderwitz in Japan. Das machen die wirklich als Streich. Das ist abstoßend und darum hat er auch diesen pornösen Blick drauf, den nur Sinjek hinbekommt. Gott. Ja. Pornöser Blick, TM Sinjek. Ja. Erotisch. Ladebildschirm. Nein, wag es nicht. Wenn du jetzt auftauchst, dann wird... Alter, ich nehme gleich deine Einsen und schieb sie deinen Nullen in den Arsch. Ich sag's dir, das ist... Alter, wenn du jetzt noch ein verficktes Mal auftauchst. Ich werde dich so zusammenschlagen, dass du nur noch schwarz bist. Ich kann es nicht so gut. Gronkh kann besser Schildkröten beleidigen. Ich muss Ladebildschirmbeleidigungen finden. Was ist der Schwachpunkt eines Ladebildschirms? Where am I? Come in, President. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Ja, hier ist noch so ein Obdachloser neben mir. I don't have a phone on me. I just patched myself into your simulation and projected my voice to the audio system. You should be able to hear me from anywhere. And you don't have to yell. Okay, because that's not a little creepy. Kinsey, I'm unarmed here. How about get me out? Can't do that until I backtrace your signal to your physical body. Until then, you're stuck there. So you might want to go buy a gun. Toll. Friendly fire it is. Es ist doch immer dasselbe. Alex ist ein Passanten, denkst du, was ich denke? Hey, hast du Crack? Ah, das hat mir gefehlt. Ah, so. Ach ja. Schöne moderne Autos. Die Saints Row 3 Erinnerungen kommen wieder. Ich vermisse es jetzt schon, in der Toilette zu sein. Hey! Legal! Legal und geil. Ich nehme mir irgendwie eine geilere Knarre. Wow. Nein, wirst du nicht. Fuck, ich wollte ihn überfahren, der lässt sich einfach jemand anderen überfahren. Was fällt dem Sack ein? Ha! Aha, verflucht! Der steigt aber auch wirklich schnell ein. Ja, weil wir fetter. Oh, ich hätte den Wagen besser anhalten sollen. Dieses neumodische Handy. Ich bin schneller! Dass mir nichts bringt, weil ich nie weiß, was ich hinfahren soll. Karte. Oh, das sieht ja sehr futuristisch aus. Ja, ich würde sagen, ich kann stärker schieben. Upsa. What the? Nehmen nicht. Ich glaube, mein Auto geht. I'm still trying to figure out the Zen systems. Basic hacks like hooking into the audio system. Ich fahre legal. Fuck, ich wollte nicht ausweichen. Leute, was denkst du? Ich wäre doch Kinsey die perfekte Frau für dich. Ich meine, der kommt hin und sagt, ja, alle die Klüger sind, die extrem klug sind, überleben. Und sie meldet sich sogleich, ja, hier, ich bin klüger als jeder andere hier. Was bin ich auch? Ich meine, niemand kann so gut Auto fahren wie ich. Wow. Okay. Das nennt man wohl Crazy Taxi. Nein. Ich hab ein Taxi voll in die Seite geballert. Kann ich das hier? Ja, die Dinger haben nicht sehr viel Masse. Mein Auto raucht jetzt schon, Alter. Ich habe so lange nicht mehr Saints Row gefahren. Viel eher frage ich mich, was diese riesige rote Eizelle da vorne zu bedeuten hat. Alter, was ist mit diesem Taxi falsch? Ich fahre hier echt wie geknackt.